Lassen diesen Tagesordnungspunkt und rufen als nächsten den Tagesordnungspunkt 20 auf. Bericht zur Umsetzung der Maßnahmen des Luftreinhalteplans für Landeshauptstadt Dresden 2011. Hier gibt es eine Wortmeldung. Herr Dr. Deppe, bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich ja schon ein bisschen gewundert, dass ich der einzige Redner zu diesem Tagesordnungspunkt sein soll. Und ich hoffe mal, dass dies der Länge der Tagesordnung und der herannahenden Sommerpause und einem schönen Sommerabend geschuldet ist und nicht etwa auf einer Geringschätzung der Thematik beruht. Denn es geht hier um nichts Geringeres als unser aller Atemluft in Dresden. Der vorliegende Bericht zum Luftreinhalteplan von 2011 enthält Licht und Schatten. Auf den ersten Blick sind viel Grün und Blau in dem Tabellenwerk zur Zielerfüllung des Maßnahmenkatalogs von 2011 zu sehen. Dennoch sind die strategischen Ziele des Luftreinhalteplans nur zum geringen Teil erreicht worden. Zwar ist es stadtweit zu einem erfreulichen Rückgang der Feinstaubbelastung gekommen, doch an wichtigen Straßenabschnitten, besonders in der Neustadt, wie der Königsbrücker Straße oder der Bautzner Straße, kommt es nach wie vor an zahlreichen Tagen des Jahres zur Überschreitung der gesundheitlich zuträglichen Grenzwerte. Schlimmer noch sieht es beim Stickstoffdioxid aus. Hier sind seit 2011 kaum Verbesserungen zu verzeichnen. An der Messstelle Bergstraße, wo viele Studenten und andere Menschen sich täglich aufhalten, wird der NO2-Grenzwert übers Jahr nach wie vor deutlich überschritten. Ja, es ist sogar der Ort in Sachsen mit den schlechtesten Werten überhaupt. Wo liegen die Ursachen für diese enttäuschende Entwicklung? Der Bericht belegt es ganz eindeutig, sie liegen immer noch im zunehmenden motorisierten Verkehr. Trotz technologischer Fortschritte in der Abgasreinigung ist es nicht gelungen, eine Wende herbeizuführen, denn die Pkw werden immer größer, der Lkw-Verkehr nimmt zu und die Nutzfahrzeuge werden nur langsam sauberer. Besonders enttäuschend ist in diesem Zusammenhang das Ergebnis der Selbstverpflichtung der Dresdner Wirtschaft, die zur Vermeidung einer Umweltzone dienen sollte. Dies ist schlichtweg gescheitert. Statt der anvisierten 80% hatten Ende 2014 nur 63% aller Nutzfahrzeuge über 3,5 Tonnen eine grüne Plakette und es wird nur zögernd besser. So können Stickoxid- und Feinstaubbelastung nicht ausreichend sinken. Was tut daher in den nächsten Jahren Not? Die Beschlussvorlage, der Sie hoffentlich alle gleich zustimmen werden, benennt es ganz klar. Es geht um eine nachhaltige Änderung des Mobilitätsverhaltens in Dresden. Der motorisierte Individualverkehr und Nutzfahrzeugverkehr müssen deutlich reduziert werden. Dazu müssen wir die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs weiter steigern. Die Entscheidung zum Bau der Stadtbahn Löbtau, Plauen-Strehlen ist dazu ein ganz wichtiger Schritt. Wir müssen in Dresden endlich ein leistungsfähiges Radwegenetz aufbauen. Fahrräder sind das gesündeste Verkehrsmittel überhaupt und Radwege sind die Verkehrswege der Zukunft in der Stadt. Wie das gehen kann, zeigen Städte wie Kopenhagen, Münster oder Freiburg, wo auf diese Weise der motorisierte Verkehr nachhaltig abnimmt und die Luft besser wird. Wir werden hier als Grüne in den kommenden Haushaltsverhandlungen einen klaren Schwerpunkt setzen. Weitere wichtige Maßnahmen sind der Ausbau von Carsharing-Angeboten und der Ausbau der Elektromobilität. Durch bessere Verkehrsleitsysteme und intelligente Ampelschaltungen muss darüber hinaus der verbleibende Lkw-Verkehr und Kraftfahrzeugverkehr insgesamt möglichst flüssig gehalten werden. Doch nicht nur die Kommune steht in der Pflicht. Der Bund muss mehr tun, um den Druck auf die Automobilhersteller zur Produktion von schadstoffärmeren Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb und anderen emissionsarmen Antriebsformen zu erhöhen. Darüber hinaus müssen die Möglichkeiten zur Ausweisung von Tempolimits zur Senkung von Luftschadstoffen, besonders in stadtnahen Bereichen, deutlich vergrößert werden. Bereits jetzt kann hier aber der Freistaat Sachsen wesentlich mehr tun, als es die Staatsregierung tut, und zum Beispiel Tempo 100 auf den Autobahnstrecken im Dresdner Stadtgebiet verbindlich festsetzen.
Feinstaub fällt schließlich nicht nur lokal an, sondern wird in der Luft über weite Strecken transportiert. Die Zustimmung zur Fortschreibung des Luftreinhalteplans ist darum keine Formalie, sondern muss der Startschuss zu stärkeren Anstrengungen als bisher zur Verbesserung der Luftqualität in Dresden sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Deppe. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Ich rufe damit zur Abstimmung den federführenden Ausschussbericht auf und bitte Sie um das Handzeichen, wenn Sie ihm Ihre Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Bei 43 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme, bei 2 Enthaltungen so bestätigt. Vielen Dank.